Würde ich jetzt mal behaupten. So, hier ist es mal wieder schön dunkel. So, ausleuchten, danke. Dann sehen wir auch ein bisschen was, ein bisschen was. Und ihr seht auch was. Ich sehe noch eher was als ihr. Und ja, ich könnte auch durch eine dunkle Höhle rennen. Aber das mache ich nicht, weil ich doch irgendwo die Sicherheit mag des Lichtes. Von wenn ich später irgendwann mal hier wieder vorbeikomme, dann stromert mich nicht andauernd irgendwo was an. Gut gesetzt. Ist halb gewonnen. So, Spitzhacke hier mal versenken. Hole ich mir noch 4 Stück raus. Ich will gucken, dass ich nicht allzu viel hier mitnehme von dem Scheiß. Und dann brauche ich hier ihn nochmal. Super. Dass ich da überhaupt mal durchkomme. So, ich hätte gerne Fackel, danke. Okay. Hat sich ja voll rentiert, dass ich mir da hochgebaut habe. Dann kann ich mir ja gleich wieder hier runterbauen. So. Wow, hier ist aber auch viel los. Sehr viel. Eigentlich gar nichts. Hier war ich auch schon irgendwann mal in grauer Vorzeit, ich weiß nicht wann. So, den hole ich mir auch. Wenn wir hier schon so glücklich stehen, dann geht es. So. Die Kohle, das, wenn eine Kohle hier rausblitzt, ist sicherlich immer mehr dahinter. Und ich habe recht. So. Jetzt habe ich den ganzen Raum hier ausgehöhlt. Mensch, 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 ist da ein Haufen Zeug drin? Wie viel Kohle habe ich denn jetzt schon? Alter. Das ist nicht mehr schön. So, ich glaube, hier war ich noch nicht. Doch, war ich. Jetzt habe ich bald mal ein ziemliches Stück Aua erforscht. Lege ich mir hier auf die Fresse. Ich bin einfach mal random hier runtergesprungen. Mal gucken, was hier so bei rumkommt. Da hinten ist es zu dunkel. Da muss ich einfach nochmal... Da muss ich nochmal nachjustieren. Immer dieser hier ist zu dunkel. So, das sieht man meistens erst, wenn man nochmal ein zweites Mal hier vorbeikommt. Wo es einfach zu dunkel ist, wo sich so ein Mob verstecken kann. Wo es ihm nicht zu Dingenskirchen ist. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, oder? Oh mein Gott, ich werde mich hier verirren und nie wieder rausfinden. Das ist ja... Alter. Das ist doch nicht mehr lustig hier. Ah. Hier habe ich Eisen vergessen, dass ich es aufsammel vom Boden. Gut, dass ich hier nochmal vorbeigekommen bin. So, jetzt gehen wir hier mal in die Tiefe. In die Tiefe des Abgrunds. Hier ist aber nichts. Außer dieser Rundgang. Hm. Ich laufe hier besinnungslos durch die Gänge nach einem Gang, den ich noch nie erforscht habe. Vielleicht finde ich ja einen. Das wäre ja schön. Wenn ich einen finden würde. Da ist Eisen. Scheiße. Jetzt liege ich auf der Schnauze. Super. Das war ja sehr effektiv für diesen einen Eisenblock. Zwei Eisenblöcke. Drei Eisenblöcke. Zwei Eisenblöcke. Ich komme mir mit, wie Graf Zahl von der Muppet Show vor. Ein Eisenblöcke. Zwei Eisenblöcke. So, hier ist Obsidian. Das ist schön. Ich habe zum Glück ein Lava-Eimerchen mit. Da kann man natürlich schon ein bisschen was mitnehmen. So, hier mache ich wieder dicht. Die Erfahrungspunkte habe ich ja bekommen. So, wo ist mein Eimerchen? Danke. Eimerchen. So, dann muss ich da aber auch ausleuchten. So, hier nochmal. Danke. Jetzt muss ich aber hier alles ausleuchten. So, dann kann ich mir auch alle mitnehmen, was hier so rumliegt. Es ist ja nicht wenig.
Jetzt ist meine Fackel hier verschwunden. Ja, Wasser rockt halt doch in so einer Höhle. So. Hier nochmal. Und jetzt muss ich aber dringend ausfackeln. Da darf ich nicht lang fackeln. Nicht, dass es hier schon wieder zu dunkel wird. So, dann kann ich mir den ganzen Rohstoffscheiß hier alles aus der Decke hauen. Ohne, dass er verloren geht. Ah, jetzt mache ich die normalen Eisenblöcke hier auch schon wieder mit. So, war klar. War klar, dass hier was rauskommt. So, einfach mal zugeschüttet. Dann kann man die Augen offen halten, wie zum Beispiel nach diesem Lapis hier. Nehmen wir einfach mal mit. Ist zwar nur ein Lapis, aber hey, haben wir ja auch mal gern. Aber zu der Höhle kommen wir immer wieder mal. Das ist ja echt phänomenal. An die schließen so viele Gänge an, dass man da immer gern mal reinfindet. So, Redstone, einfach mal mitnehmen. So, einfach mitnehmen, was man so kriegen kann. So, ich bin am Überlegen, wo ich hier weiter tingeln werde. Mit meinem Eimer. Ich glaube aber, jetzt mache ich erstmal den hier. So. Alles schön zugeschüttet. Mittendrin mache ich einen Scheiß und mein Wassereimer verdampft hier einfach. Das wäre natürlich bitter. So. Hier auch nochmal zugeschüttet. Natürlich die Fackeln wieder anbringen, auch die, wie ich wegspüle. So, dann haben wir die Gegend auch mal zu. Dann können wir da auch wieder alle rausholen, was wir so haben wollen. So, war das hier alles an der Decke, was ich hier haben wollte? Mensch. Es ging aber hier schon wieder schnell. Ich dachte, das sind ein paar mehr Rohstoffe, aber nö, war es dann doch nicht. Das ist blöd. Naja. Hier bin ich ja schon mal rumgekommen. Hier habe ich mich ja schon rumgebaut und geguckt, wo hier was Wichtiges sein könnte. Naja, da habe ich letzte Folge habe ich da rumgetingelt. Da muss ich nicht heute nochmal. Nicht wirklich. Ah, hinhocken ist so. Ah, da hinten geht es nicht weiter. Da muss ich da auch nicht wirklich. Da kann die Lava hier bestehen bleiben. Da muss ich ja nicht alles aus Obsidian machen. Man könnte mal gucken, wo dieser Gang hier hinführt. Natürlich ploppt hier meine Fackel weg. Das könnte man mal nachgucken. Huch, Redstone. Einfach mal random gefunden. Weil vielleicht führt mich ja hier... Ah, ein neuer Gang. Perfekt. Ey, geh mit, du Wasser. Geh mit, du Wasser. So, und nochmal hier Eimern. So. Dann haben wir hier einige Rohstoffe wieder. Einige. Es ist natürlich schön. Auf das wollte ich raus. Eine neue Ader finden, einen neuen Weg, da wo wir einfach mal rumstravenzeln können. Da wo einfach nochmal was drin ist. Was Wichtiges. So, sauber. Hier noch ein bisschen was. Die Kohle nehmen wir noch mit. Das ganze Eisen natürlich selbstverständlich nehmen wir auch mit. Eisen und Kohle, da brauchen wir schon viel von. Auch wenn wir viel haben, ach, mehr kann man immer haben. Dann kann man auch wirklich extreme Spinnereien mal mit dem Zeug machen. Und das eigentlich förmlich rausdonnern. Da muss man nicht lange überlegen, ja, mache ich das jetzt? Oder kann ich da vielleicht Eisenblöcke verwenden? Und dann, ja, die sind halt doch teuer, muss man ja sagen.
Und wenn man jetzt doch viel mit Eisenblöcken bauen will, braucht man viel Eisen. Und wenn man viel Eisen hat, ist man glücklich, würde ich sagen. Dann stirbt man zumindest nicht an Eisenmangel. So, jetzt brauche ich aber erstmal ein paar Fackeln. So viel Kohle habe ich eigentlich noch nicht gefunden. Schade. Ich dachte, ich habe mehr. So, egal. Hilft nicht. Ah, hier ist noch Redstone. Nehmen wir einfach mal mit. Einfach mal mitnehmen. Dann haben wir ja mittlerweile hier alles erkundet. Hier geht es nicht weit. Es ist einfach nur zum Reinfallen. Jetzt haben wir hier aus diesem Lavasee einen Obsidiansee gemacht. Ist doch auch schön. Ist doch auch schön, wenn wir hier sowas bieten können. Sowas Spektakuläres. So. Hier hinten habe ich doch sicherlich noch irgendwo Gänge vergessen, die ich nicht gehen konnte, die ich nicht gegangen bin. So, hier habe ich zum Beispiel Kohle vergessen. Dahinter wäre auch noch Kohle, so ist ja nicht. So, das ist auch kein Gang. Hier ist nochmal ein Lavasee gewesen. Da hatte ich mein Wasser aber schon. So wie es aussieht. Mein Wasser im Eimer. Ich kann mich an den Gang hier gar nicht erinnern. Das finde ich jetzt gerade mal komisch. Wieso kann ich mich an den nicht hier erinnern? Ich müsste doch letztes Mal, wenn dann vorbeigekommen sein. Aber ich kenne mich nicht mehr aus. Hä? Ich bin doch jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder? So, da oben geht's auch hoch. So. Ich habe aber zumindest hier gut ausgeleuchtet. Ah, da ist noch ein Gang. Dann machen wir erstmal den hier noch fertig. Ah, da oben ist Eisen. Da war ich schon mal. Da wollte ich aber nicht zu diesem Eisen runter. Aber was war denn da mit mir verkehrt, dass ich hier das Eisen nicht mitnehmen wollte? Das ist ja schon kurios. Naja, einfach mal Schnauze halten, abbauen. So, dann sind wir auch mal wieder ohne Scheiß. Mir war das ein Bedürfnis, dass wir wieder mal ein bisschen länger in der Höhle sind. Nicht nur über, ja, 7 Folgen oder so, 7, 8 Folgen, sondern ein bisschen länger, dass wir hier auch was finden. Oder dass wir auch viel mitnehmen, weil, ja, wir haben ja doch noch große Bauvorhaben vor. Und da muss halt doch viel an Rohstoffe da sein. Wo war denn jetzt hier die nicht ausgeleuchtete Höhle? Hier war doch irgendwo eine. Oder täusche ich mich da jetzt so stark? Habe ich die jetzt mit... Ach, war's das? Ja, das ist ja geil. Das ist ja geil. Das war ja direkt viel und effizient. Gucken wir mal hier hoch, was es hier Schönes gibt. Vielleicht habe ich da auch irgendwo mal Rohstoffe übersehen gehabt. Aber ausgeleuchtet habe ich zumindest gut, weil hier wirklich gar nichts spawnt. Zumindest röchelt mich hier nichts an. Oder haben wir hier mal wieder fürs Erste den Zenit dieser Höhle erreicht? Das könnte natürlich auch sein, dass ich einen kleinen Zenit hier geschafft habe. Nö. Ich finde aber auch keinen Gang mehr, in dem ich noch nicht war. Aber Ausgang finde ich auch keinen. Das ist ja das nächste. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ja, jetzt gucken wir mal ein bisschen rum. Wenn wir einen Ausgang finden, gehen wir raus. Wenn wir eine Höhle, wenn wir noch eine dunkle Höhle finden, dann gehen wir da raus. Oder gehen wir halt da weiter. Ist irgendwie schon seltsam. Das ist ein riesiges Höhlensystem, aber ich finde keine Höhle mehr. Ja, mittendrin finde ich wieder eine. Da ist ein Ausgang. Da war ich letzte Woche, letztes Mal beim Aufnehmen.
So, jetzt muss ich da nur irgendwie rüberkommen. Nee, so nicht. So komme ich da nicht rüber. Beim besten Willen nicht. So. Da unten. War ich da unten schon?